Willkommen zurück hier zu Gothic im Schläfertempel mit einem alten Bekannten. Wir haben nicht viel Zeit, also höre mir genau zu. Wie kommst du? Der Schläfer ist nicht mehr weit. Ich musste all meine Kraft aufbringen, um zu dir zu gelangen. Ich habe die orkischen Prophezeiungen übersetzt und herausgefunden, was es mit den 5 Herzen auf sich hat. Die 5 Herzen der Priester, die du besiegt hast, wurden in 5 Schreine gelegt. Diese Schreine können geöffnet werden, aber nur die alten Klingen, welche die Priester bei sich trugen, können die Herzen verletzen. Du musst die Herzen mit den 5 Klingen durchstoßen. Nur so wirst du den Schläfer von dieser Welt verbannen können. Ich verstehe. Beeile dich, denn das Erwachen des Erzdämons ist nahe. Der verrückte Kor Kalom und seine verblendeten Anhänger sind hier. Sie haben sich in der Halle des Schläfers versammelt. Ich habe schon genug geblutet. Jetzt wird mich niemand mehr aufhalten. Die Macht des Schläfers wird immer stärker. Ich kann nicht... Was ist los mit dir? Ich muss... Was? Der Schläfer, meinte er, ne? Ist das der Schläfer, der ihn einschläfert? Naja, würde passen, ne? Ich dachte gerade, ich hätte diese 5 Klingen da reingesteckt und die würden da drin stecken bleiben. Aber wenn ich die ja noch brauche, ja, dann habe ich die tatsächlich doch noch. Das erklärt natürlich auch, warum die nicht angezeigt wurden, nach dem Reinstecken in der letzten Folge. Und meine Fackel ist mal wieder verbuggt. So ist das besser, ne? Also Xalas, hier, schlaf gut, kein Problem. Ich kümmere mich um alles und rette die Welt. Also die Barriere, also die Insassen der Barriere. Die Barriere rette ich ja nicht, die zerstöre ich ja irgendwie, ne? Oder so, um hier rauszukommen. Ja, um hier rauszukommen, weil ich unschuldig hier reingeworfen wurde. Genau. Und es ist vollkommen angemessen, alle anderen Verbrecher hier ebenfalls zu befreien. Nur damit ich hier rauskomme. Nein, da habe ich ein bisschen zu kurz. Ey, willst du bitte mal... Geht doch. Ich hatte gerade ein bisschen zu spät die Waffe gewechselt vom Bogen. Allerdings habe ich ja gerade auch gemerkt, das macht nicht wirklich Schaden, so einen Pfeil zu schießen darunter. Okay. Das war jetzt der hintere linke Gang von 4. Genau, da ist nichts mehr. Ich frage mich, wo die anderen 3 Gänge hingeführt hätten. Und ich hoffe, dass ich hier nicht irgendwo runterfalle oder so. Wow, was war das? Was war das denn? Ich glaube, da geht's links weiter. Ja, hier bin ich richtig. Komm her. Wo bist du? Da bist du. Hm, noch einer. Sehr schön. Und auch deinen Heiltrank hätte ich gerne. Und auch deinen Heiltrank hätte ich gerne. Ich weiß, ihr werdet nicht mehr aufstehen, aber ich weiß ja nicht, ob auch andere irgendwie herkommen könnten, um euch zu durchsuchen oder so, keine Ahnung. So, dann gehe ich mal hier rein. Was ist hier? Ach, das führt nur außenrum. Oh, ich glaube, das da unten ist der Schläfer. Das da hinter der Fackel. Sieht zumindest so ein bisschen da danach aus, wie ein Dämon. Und wen haben wir da unten? Besessene Novizen, okay. Verrückter Kor Kalom. Schon bald werde ich ihm näher sein, als ihm lieb ist. Wir werden nicht
Mir scheint, der Typ ist ein bisschen durchgeknallt und es tut mir gerade leid, dass er so leise war. Das liegt wohl mal wieder an einem kleinen... Wow, what the fuck? An einem kleinen Bug im Spiel. Na, jetzt komm schon. Na, jetzt komm schon. Ja, das ist okay. Ach, jetzt greift ihr mich an. Ah, jetzt. Ey. Ey. Der haut einfach ab. Der ja. Haut einfach ab. Genau, das habe ich vor. Also, dass der Kalom mich von so weit weg angesprochen hat, ist wahrscheinlich ein Fehler. Ist ganz bestimmt ein Fehler sogar. Wahrscheinlich dadurch getriggert, dass das Gespräch nach einer gewissen Zeit, wenn ich den Raum betreten habe, losgeht. Der Bogen sieht gerade verpackt aus, aber gut, egal. Ich werde mich jetzt hier mal wieder hochheilen, bevor ich mich mit den Typen da drinnen anlege. Noch ein 70er hinterher, sehr schön. Und ich habe mir gerade überlegt, wenn ich schon dabei bin, ich habe hier doch gerade was Schönes gesehen, vorhin dann durchgehen. Nämlich das hier. Ne? Warum soll ich mich alleine mit so vielen Gegnern anlegen? Warum soll ich mir die Rollen aufheben am Ende des Spiels? Wozu bin ich denn Magier? Wenn nicht, um sowas zu machen. Und zwar, weil ich es kann, mehrfach. So. Und weil Kampfmagie in diesem Spiel völlig unterpowered ist, weil man den Zauber sofort abbricht, wenn man getroffen wird, werde ich mein komplettes Mana, soweit möglich, für meine kleine Skelettarmee ausgeben. Ja, so, ich habe noch 3 Mana. Das kostet leider 10. Also war's das. Los geht's. Folgt mir, Männer, Skelette, Untote, Männer, Frauen, was weiß ich, keine Ahnung. Kämpft hinter mir, für mich. Ach, das ist der Schläfer, der das Feuer macht hier. Okay. Dann bleibe ich besser mal hinter meiner kämpfenden Armee. Und das ruckelt ganz schön gerade. Ups. Nicht das Skelett angreifen. Nein, nicht das Skelett angreifen. Nein, nicht das Skelett angreifen. Den da angreifen. Genau. Gute Idee. Nein, Feuer. Ah. Ah, lass mich raus. Lass mich raus, bitte. Hallo? Ich würde hier gerne weg. Dankeschön. Ich würde hier gerne weg und mich heilen. Vielen, vielen Dank. Habe ich das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, keine Erfahrung zu kriegen, wenn meine Skelette da was töten. Das könnte auch daran liegen, dass sie bisher nichts getötet haben und ich werde verfolgt. Oh mein Gott, nein. Ich muss mich heilen. Hilfe. Immer noch da? Oh, die sind immer noch da. Verdammt. Können die springen? Ich hoffe ja nicht. Ah, nö, können sie nicht. Glück gehabt. Gut. Oh, Moment, was? Versuchen tatsächlich hier rüber zu klettern und sterben dabei zum Teil. Dann sind die wirklich besessen. Verdammt, nicht mit 2 auf einmal. Nein. Mit 2 auf einmal lege ich mich nicht an. Könnt ihr bitte aufhören, mich zu verfolgen? Ich muss mich heilen. Hallo. Ist da gerade einer noch gestorben? Oder beide sogar? Sind die ernsthaft gerade runtergefallen? Meine Güte, sind die blöd. Yep, die sind runtergefallen. Alles klar. Da ist noch einer. Ja, komm her. Den einen schaffe ich. Den einzelnen. Sag ich doch. So, ich brauche erstmal Heilung hier, weil ich es kann. Erstmal Mana. Und dann 100er Tränke. Was soll der Geiz? Ich bin hier kurz vorm Endgegner und trinke kleinere Tränke. Ja, warte mal. Stimmt, Tränke, ne? Ach nee, doch nicht. Haben die keine Tränke dabei? Dann waren es die Templer, die Tränke dabei hatten. Und die Milizen leider nicht. Jetzt kein Risiko eingehen. Nicht hier runterfallen, das wäre sehr ärgerlich. Ja, ich vermute mal, dass meine kleine Skelettarmee da drin bereits dezimiert wurde. Und dass ich hier gleich wieder auf mich alleine gestellt sein werde.
schauen wir mal, ob noch eine Novize da ist. Ja, das sind ja sogar noch ein paar. Meine Güte. Ich lock die mal hier raus, bevor der Schläfer wieder mit seinem Feuer kommt. Oder zumindest hinter die Säule. Dann stecht zumindest auch nicht so mittendrin. Ja, so viel dazu. Was hat der denn da gerade gemacht? Oh Mann, ist das schön. Wenn die Toten wieder auferstehen, naja, ey, Moment, hoffentlich nicht. Das könnte böse werden, wenn der Schläfer hier seine Komplizen wieder aufweckt. Und ja, wie ihr seht, das ist der Schläfer, der hier um sich schießt. Und Xaras hat ja von diesen 5 Herzen gesprochen. Was haben wir denn da unten? Oh, den Tod. Okay, ich würde mich gerne hier nochmal... Ups, nein, ich brenne. Der haut ja ganz schön rein, hey. Andererseits, hey, das ist ein Erzdämon, natürlich haut der rein. Kann ich den direkt angreifen? Oh nein, ich werde müde, oh nein, ich werde müde. Oh nein, ich werde müde, oh nein, ich werde müde. Was zur Hölle habe ich getan? Ich bin tot. Oder? Naja, noch nicht. Noch lebe ich mit einem Lebenspunkt. Was passiert jetzt? Ich will mich gerne wieder aufraffen und ich will nicht laden. Nein, ich will das so schaffen. Nein, ich will das so schaffen. Na komm schon. Raff dich auf. Du schaffst das. Du kannst das. Ja, du kannst das. Nein, nein. Verdammt.